Hallo und... Was macht die Maus da? Hallo und herzlich willkommen zurück, my little nightmares. Ich habe mich erkundigt, zwei Dinge habe ich gesehen. Nummer eins, wir haben was vergessen. Das ist nicht wichtig für das Vorankommen. Aber ich hole es trotzdem kurz. Das habe ich zufällig gesehen, das war eigentlich gar nicht beabsichtigt, aber... Naja, es ist schwierig, manchmal nur die gesuchte Information zu erhalten, wenn man so sich erkundigt. Und ich bin ehrlich, ich habe mich erkundigt, weil ich hätte absolut keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Und ich bin auch ganz ehrlich, da wäre ich auch never ever drauf gekommen. Also, was ich noch gesehen habe, ist, hier gibt es noch was, und zwar das da. So, wie gesagt, nicht wichtig. Aber nice to have. So. Was ist eigentlich das da? Okay. Das war's schon. An dieser Stelle. Warum ist die Maus eigentlich jetzt da oben? Was ist denn die... Hä? Das verstehe ich noch. Die ist... So, jetzt... Ich weiß gar nicht, warum die Maus immer zu sehen ist. Liegt es daran, dass ich raustabbe aus dem Spiel? Wahrscheinlich schon. So, egal. Zurück zum... Nee, ich frage mich gerade, ob die jetzt während der letzten Aufnahme die ganze Zeit zu sehen war. Ich hoffe nicht. So, egal. Ich habe festgestellt, Nummer 1, es gibt hier einen Aufzug. Das ist mir doch gar nicht aufgefallen gewesen. Also eigentlich ist es nur schon über 2. Aber nichtsdestotrotz, es war richtig, dass... An was bleibe ich hier hängen? Keine Ahnung. Es war schon nicht verkehrt, dass ich hier war. Ich habe nur so ein Problem, und zwar, ich weiß nicht, wo ich das eine scheiß Buch hin habe. Wenn es blöd läuft, könnte ich das brauchen, aus zwei Gründen. Nummer 1, es gibt hier drei Symbole. Es gibt hier ein paar Symbole. Ah, das ist falsch. So, das Buch gehört nämlich dahin. Und ich habe jetzt gar nicht alle. So wie es ausschaut. Also ich muss hier wahrscheinlich Bücher oder Büchereien komplettieren. So, was fehlt noch? Und jetzt ärgere ich mich gerade ein bisschen und ich glaube, ich... Ah, es ist da oben, Gott sei Dank. Ich würde mich gerade sagen, ich habe doch letztes Mal ein Buch mitgenommen und... sehr blöd, wenn ich das jetzt nicht mehr hätte, aber zum Glück liegt es wieder da oben. Da ist das Spiel zum Glück etwas verzeihlich. So, und ich hoffe, das war's. Ich hoffe, es sind nur die 3. Au. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nur, dass man auf die Bücher und auf die Buchrücken achten musste und deswegen, gut, es sind nur die 3. Perfekt. Ja, man hätte auch an dieser Schleifspur drauf kommen können, dass da ja irgendwas sein muss. Bin ich aber nicht. So. Das ist auch viereckig. Das haben wir aber schon. Hallo? So, viereckig haben wir schon. Das heißt, ich muss auf jeden Fall kurz so rüber. Und das Dreieckige holen. Das ich vorhin abgestellt habe. Das war gar nicht so klug. Wie mir scheint. Achso, da bleibe ich wieder hängen an der Alpha-Wand. Die Frage ist natürlich jetzt, wo kriege ich den Kreis her? So wie ich an den Schlüssel komme, weiß ich immer noch nicht. Puh, ich wollte gerade sagen, aber ich habe die Hoffnung, dass ich jetzt vielleicht irgendwas tut, wenn ich den zweiten irgendwie dahingestellt habe. Vielleicht ist ja die Reihenfolge wirklich wichtig. So.
So, jetzt muss ich einmal... Ups. Das weg. So, das da hinten. Ich brauche jetzt ja das Dreieck, haben wir festgestellt. Das heißt aber, ich vermute, dass es zwangsläufig 4 Statuen gibt. Ich brauche noch eine im Kreis und die da steht, hat es keinen Kreis. Von daher... muss ich als nächstes den Schlüssel holen. Und hoffe, dass dann alles gut wird. So. Es hat sich was getan, das ist schon mal gut. Und ich sehe Schatten. Ah, sie ist weg. Was bist du denn? Will's willen. Wieder hoch. Oh. Okay. Muss jetzt den Leuten... Ja, Ziele mit der Taschenlampe ist sehr witzig. Es ist echt nicht so leicht mit der Taschenlampe zu zielen, finde ich. Weil, wenn ich nach oben drücke, dann guckt er auf einmal hoch, obwohl ich, nach hinten zielen will. Also ich will in den Raum hineinzielen, das ist gar nicht so leicht. Noch genau angestrahlt. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Noch einer? Ja, komm, zeig dich. So. Mein Schlüssel. Ah, die Puppe ist auch wieder da. Das heißt aber, wenn jetzt oben eine Puppe liegt... dann habe ich die Puppen dupliziert. Ich habe dich doch gerade gesehen. Okay. War das Bild vorhin schon das Bild? Glaub. Aber ich bin mir tatsächlich nicht mehr sicher. Ich würde nicht wundern, wenn da jetzt auf einmal ein anderes Bild hängt. So. Das war ja, wozu ich den Aufzug brauche, weil ich mit dem Schlüssel die Leiter nicht hochkomme. So gespeichert ist. Ah, dann kann ich jetzt die Tür aufschließen. Sehr schön. Hey, war ich hier nicht schon? Nö, das ist was anderes. Ich kann hier, glaube ich, nicht weiter nach vorne. Oder? Kann ich nicht. Ich
ich dachte gerade, weil es schon mal so einen langen Gang gab. Oder hinten wahrscheinlich keine Tür. Ich weiß nicht, wie ich da aussehen kann. Ich kann ja nicht so eine Flugrolle machen. Was soll denn der Rotz? Oh, das ist geil. Das Spiel für sowas, finde ich. Dafür ist die Steuerung, also trotz allem finde ich die Steuerung bei diesem Spiel schon etwas träge, muss ich sagen. Oh, come on. Ich hab gar nicht... Also manchmal sieht man, dass die ausholen, aber dann, das habe ich gerade nicht gesehen. Ich mag das gar nicht. Ich mag es, gefällt mir überhaupt nicht, diese Stelle. Also nicht, weil es gruselig ist, sondern ich finde es total nervig. Ich kann das gar nicht gescheit steuern mit dem Licht. Vielleicht bin ich auch zu blöd dafür, kann ja sein. Also es... Ich sage ja auch nicht, dass es... Habe ich gesagt, dass es doof ist? Wenn ich gesagt habe, dass es doof ist, dann nehme ich das zurück. Ich sagte, mir gefällt sie nicht. So. Mir persönlich. Ist rein persönliche Meinung. Es kann sich jetzt auch um Stunden handeln, bis ich das hingekriegt habe. Ich kann ja nicht mal irgendwie sagen, ich schalte einen aus und gehe dann in die Deckung, weil die greifen mich ja dann zu fünf an und so. Ich finde einer schon schwer genug. Hör einfach auf, lasst mich in Ruhe. Kann ich hier vorbeirennen einfach? Einfach stehen bleiben. Sorry, dass ich gerade so wenig rede, aber ich muss mich echt konzentrieren. Ich glaube, ich habe da gerade einen Schalter gesehen. Bitte geh Licht an. Oh, es geht kein Licht an, natürlich. Wird gespeichert. Wenn nicht mal gespeichert wird. Alter! Oh, ich hab auch so sehr auf den Stick gedrückt vor lauter Adrenalin. Und wenn ich auf den rechten Stick drücke, macht dann die Taschenlampe auch aus. Entweder B oder... Oder den rechten Stick für die Taschenlampe. Also drücken.
Leiter, Leiter. Ich möchte, dass gespeichert wird. Nach jedem, den ich erlegt habe, soll gespeichert werden. Okay, hier ist keiner mehr. Das ist gut. Gut. War ich da unten schon mal? Egal, ich will da nicht runter. Ups, das war knapp. Ah, toll. Das geht wieder zu. Boah, ist das fies. Alter. Drei! Ich hoffe, ich habe es geschafft. Ich weiß es nicht. Lalalalalala. Lalalala. Witzig. Was? Really? Das war ein Code? Okay. Nehme ich gerne. Ist das hier? Die Kreisstatue. Sehr schön. Dann haben wir ja alles. Stopp, wie komme ich ja weiter? Wie komme ich denn hier raus? Oh, sorry. Gibt's da irgendeinen Code für die Tür? Scheinbar nicht. Wie zum Kuchen kriege ich die Tür auf? Sorry.
Muss ich da irgendwie. Kann ich da hochklettern? Auch nicht. Kriegt jetzt die Tür auf? Den Sessel verrückt? Nee. Bloß hochklettern. Da ist ja auch zu. Also zurück könnte ich ja auch gar nicht, glaube ich. Aber es hat auch keinen Schalter und nichts. Den kann ich auch nicht verschieben. Da ist ein Loch in der Tapete. Da ist aber auch nichts. Ja, die nächste Eskapade, ne? Die Statue und kommt nicht raus. Lass mich durch. Ich habe keine Ahnung, wie ich da rauskommen soll. Soll ich vielleicht die Statue. Mit dem Klavier kannst du auch nichts auf sich haben, oder? Hinten noch irgendwas, aber das ist ja eigentlich eher Zufall gewesen, oder? Oder muss man da drauf kommen? Das ist das schönste Teil. Ja, nu? Oh, oh, krieg ich die Statue. Oh doch, ich dachte, ich krieg die Statue nicht mehr runter. Wie zum Kuckuck komme ich da durch? Will ich irgendein Buch in irgendein Bücherregal stellen? Nix. Scheint nicht der Fall zu sein. Ich bin etwas ratlos. Das wollte ich doch gar nicht. Da hat es ja auch nichts mehr auf sich, ne? Da muss ich es wieder zumachen. Kann ich es überhaupt wieder zumachen? Nee. Nicht wirklich. Statt da hochschmeißen, auch nicht. Ja, jetzt sitze ich da und habe keine Ahnung. Was mache ich denn jetzt? Ich will mal ins Spiegel gehen. Na gut. Ich gehe nochmal kurz spiegeln, bis gleich. Ich bin mittlerweile eigentlich so weit, dass ich es als traurig erachte. Da blinkt die ganze Zeit eine Lampe und mir fällt es nicht auf. Das ist schon echt ärgerlich. Aber egal. Okay.
schön, da ist mal ein Spiel abgeschmiert. Toll. Super. Also nochmal neu starten. Ja. Schön. Ach ja. Ich hoffe, das hat's gespeichert, wo ich war. Ja, das ist, glaube ich, okay. Allerdings mache ich, was ich mache, das nochmal auf. Ich will mal gucken, ob ich jetzt... Aha. Ah ne, aufmachen muss ich jetzt nicht nochmal. Okay. So, das heißt einmal hier dran hüpfen. Zack. Das Ding runterwerfen. Und hier dran hüpfen. So. Und lang genug dranbleiben natürlich. So. Die Puppe ist übrigens wieder dahin, wo sie hingehört. Die ist übrigens nicht mehr da, war sie vorher schon nicht. Also auch vor dem Neustart, wo ja alles eine Session war. So. Jetzt mal gucken, dass das Spiel nicht nochmal abschmiert. Abstiert. Auch schön. Das ist mir noch nie passiert. So. Einmal hinstellen. Und es öffnet sich für mich die Tür. Das gefällt mir super gut. So, komme ich in den Raum, wo die... wo ich als Gelbjäckchen schon war. Sie hat keine Maske auf. Oh, es war kein Fehler, dass ich bemerkt wurde. Ich habe etwas Schiss gerade. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Oh, ich habe ja auf jeden Fall einen kaputten Spiegel. Und ich weiß noch, dass wir im Hauptspiel... Oh oh. Damals mit Spiegel zerstört. Habe ich verloren? Habe ich verloren? Hilfe? Hallo? Die macht mich zu so einem.
Gott. Also sollen wir dann mal nicht falsch entdeckt zu werden. Macht mich also selber zu so einem kleinen Helfer. Wobei die Helfer ja keine Helfer für sie sind, sondern nur keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich kein individuelles Aussehen mehr. Ich habe auch keine Taschenlampe mehr. Gleich muss ins Loch runter. Ich vermute, das ist reine Spekulation, dass ich jetzt gleich an irgendeine Stelle vom Hauptspiel komme, an der ich... Ah, ich kann doch nicht mehr so hoch springen. Da ist eine Wurst. Kann ich die mitnehmen? Oder die? Nein? Dass ich gleich an irgendeiner Stelle vom Hauptspiel komme, wo ich der Gelbjacke helfen muss. Doch nicht. Das war's? Okay. Interessant. Dann, ich weiß gar nicht, was ich groß dazu sagen soll. Ich muss das irgendwie erstmal selber gerade ein bisschen verarbeiten. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und obwohl es weniger Kapitel hat und alles als das Hauptspiel, hat es doch nochmal einiges gegeben. Und was ist das denn? Slenderman. Okay. Gut. Dann... Wie gesagt, ich schließe es hier ab. Ich glaube, das war. Ich gucke nur mal ganz kurz in die Kapitel aus, weil ich glaube, das war es. Das ist das einzige DLC, das ich habe, ne? So. Mal kurz spiegeln. So, also. Hier, das waren die ganzen Kapitel von der Gelbjacke praktisch. Das waren die Kapitel, die wir soeben gespielt haben. Und ja, das war's. Ich habe mehr habe ich nicht. 2 von 5, da haben wir gar nichts gefunden. Ja, immerhin 3 von 5, aber trotzdem. Und hier Wichte. Habe ich keine Wichte geknuddelt, aber ich hätte alle Statuen zerschmettert. Auch alle Statuen, aber auch keine Wichte. Da habe ich schon eine Statue vergessen. Da habe ich einen Wicht vergessen.
Da habe ich alles. Okay, ich habe keine Ahnung, ob das ist. Wahrscheinlich gibt es halt ein Achievement, wenn man es hinkriegt. Kann man machen. Muss man es nicht. Ich bin es irgendwie nicht so, der die Sammel-Achievements so toll findet. Also wenn es irgendwie... Ich weiß nicht, ich freue mich über Quests und über Skill, so in die Richtung. Aber alles, was sonst darüber hinausgeht, wie gesagt, so Sammelquests und so, geht. Nicht, wenn es zu viel wird. Egal. Es gibt da hier Extras. Ich komme nicht zum Schluss, sorry. Ach so, ich kann mir noch andere Sachen aufsetzen. Ja, stimmt. Gucken wir doch kurz ins Concept Art. Gott, da fehlt mir aber viel. Interessant. Oh, das wäre doch... Oh, dazu gehört die Hand, die mich immer geholt hat. Das wäre genauso creepy gewesen, wenn die noch gekommen wäre. Igitt. Oh, nee. War sie dafür... Oh Gott, es tut mir aber leid. War sie dafür da, diese Fettberge zu reinigen? Guck mal, da ist... Da sind Flaschen und... Also, das ist so ein... Zum Becher. Hier. Das ist so ein Becher in der Speckfalte. Das sieht schon eher nach. Also, es ist schon recht detailliert. Aber ein interessanter Grafikstil, der da. In dem es da gezeichnet wurde. Okay, gut. Mehr habe ich gar nicht. Gut, die Credits kennen wir. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten. Also, nicht bei der nächsten Folge, aber bei hoffentlich einem anderen Let's Play. Bis dahin. Tschüss.